Hi, jetzt kommt ein Lied, das heißt Die Pusteblume. Das ist so eine Art Bewegungslied, also Musik, wo sich die Kinder zu bewegen können. Und wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich nachher nach dem Lied noch einmal ganz genau. Jetzt geht's erstmal los mit dem Lied Die Pusteblume. Schau der Löwenzahn, wie er wächst und wächst. Und schon geht seine schöne Blüte auf. Und aus der Blüte wachsen kleine weiche Schirmchen. Und wenn ein Wind kommt, dann bläst er sie hinfort. Und jetzt kommt der Wind. Und alle Schirmchen fliegen durcheinander. Löwenzahn, von dem der Wind dann wieder Schirmchen blasen kann. Wow, und alle Schirmchen fliegen durcheinander, wie wild fliegen alle jetzt umher. Und wo sie landen, wächst ein neuer Löwenzahn, von dem der Wind dann wieder Schirmchen blasen kann. Hey, alle Kinder, kommen noch einmal zusammen. Also, wir machen das Lied nochmal. Stellt euch nochmal hin, macht euch ganz, ganz, ganz klein jetzt bitte. Ja, so wie der Löwenzahn ja am Anfang ist. Ganz klein. Okay, jetzt geht das Lied noch einmal los. Schau der Löwenzahn, wie er wächst und wächst. Und schon geht seine schöne Blüte auf. Und aus der Blüte wachsen kleine weiche Schirmchen. Und wenn ein Wind kommt, dann bläst er sie hinfort. Und jetzt kommt noch einmal der Wind. Und alle Schirmchen fliegen durcheinander. Wie wild fliegen alle jetzt umher. Und wo sie landen, wächst ein neuer Löwenzahn. Von dem der der Schirmchen blasen kann. Wow, und alle Schirmchen fliegen durcheinander. Wie wild fliegen alle jetzt umher. Und wo sie landen, wächst ein neuer Löwenzahn. Von dem der Wind dann wieder Schirmchen blasen kann. Von dem der Wind dann wieder Schirmchen blasen kann. Tja, und wenn die Kinder Lust haben, das kann man das einfach nochmal wiederholen. Ja, wie funktioniert denn das Ganze? Ist eigentlich ganz einfach. Die Kinder, die kommen zusammen und dann machen sie sich erst einmal ganz klein. So klein, wie es nur geht. So wie ein kleines Igelchen. Okay, und dann schau der Löwenzahn, wie er wächst und wächst. Da sollen sie sich also so langsam hinstellen und die Arme vielleicht sogar noch nach oben machen. Und dann geht die Blüte auf. Ja? Und aus der Blüte wachsen kleine weiche Schirmchen. Da können sich dann die Kinder oben an der Hand anfassen, sodass sie dann kleine Schirmchen bilden. Ist vielleicht ein schöner Kreis von Kindern, ja? Und wenn die Schirmchen fertig sind, dann kommt der Wind. Und dann pustet die Erzieherin oder der Erzieher mal los. So, ne? Habe ich ja gemacht im Lied. Ja, und dann laufen alle wie wild durcheinander, wie das so ist, wenn man eine Pusteblume bläst, so. Die kleinen Schirmchen, die fliegen einfach so umher. Ja, und wenn sie so fliegen, dann landen sie auch irgendwo. Und wo sie dann landen, ja, da wächst dann ein neuer Löwenzahn. Und den machen die Kinder dann nochmal, wenn sie dann wieder zusammenkommen, wieder ganz klein machen. Ja, dann spielt man das Lied wieder und die werden wieder groß. Und dann kommen die kleinen Schirmchen nochmal. Und dann pustet man und alle fliegen wieder durcheinander. Das macht den Kindern super viel Spaß, weil sie können ganz, ganz viel umherlaufen und wie wild umhertoben. Und auch dieses Wachsen, das finden die richtig toll. Also jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir ein Däumchen hoch und dann drückt vielleicht auch auf den Abo-Button. Dankeschön. Tschüss.